Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht's um, ich hab's ja schon, RAM. Und zwar von Gigabyte Aorus, oder beziehungsweise hier steht zwar nur Aorus. Das ist die Gaming-Marke von Gigabyte. Ihr werdet euch hier denken, Gigabyte macht RAM. Ja, seit kurzem schon. Und dieser RAM hat ein paar Features, die ziemlich speziell sind. Ihr seht schon auf der Packung, es ist RGB-RAM. Und hier steht 2x8 GB mit 3200 MHz. Das ist jetzt nicht brutal schnell, aber es ist auf jeden Fall, ich sag mal, in einer Range, wo man das man erwarten könnte bei Gaming-RAM, sage ich jetzt mal. Gut, und dann packen wir das Ganze jetzt mal aus. Ich habe schon mal aufgemacht. Und ja, wir haben hier unseren schönen RAM. Aber Moment mal. Schaut mal, wir haben hier gar keine Pins. Ich glaube, wir müssen uns einen neuen bestellen. Nein, okay. Natürlich hat uns Gigabyte nicht den falschen RAM geschickt. Das ist schon der richtige. Nur haben wir hier insgesamt 4 Riegel. Warum? Naja, Gigabyte hat sich gedacht, 4 Riegel sehen auf einem Board immer besser aus als 2. Was meiner Meinung nach auch wirklich stimmt. Von daher haben sie hier, das so gemacht, dass sie bei einem Riegel, ich nehme die mal kurz raus, dann sieht man es ein bisschen besser. Wenn ich es denn aufkriege, vielleicht, eventuell. Oder auch nicht, Moment. Achso, ja. Genau, wir haben hier diese schicken Riegel, das ist ein ganz normaler Alu-Heatspreader und obendrauf haben wir RGB. So, jetzt haben wir normal, beim normalen 2x8-Kit haben wir 2 Stück davon. Das sieht in einem Slot von 4 oder mit in einem Board mit 4 Slots sieht es ganz okay aus, aber es sieht natürlich besser aus, wenn man alle Slots gefüllt hat. Deswegen hat es wie gesagt Gigabyte sich gedacht, wir machen auf den anderen, wir machen nochmal 2 Riegel, packen da aber keine Speicherchips drauf, sondern lassen nur die Beleuchtung drauf, quasi damit es nur der Optik dient. Meiner Meinung nach ist das eine sehr coole Idee. Wir haben dann hier diese Riegel, die sehen ein bisschen komisch aus, weil unten keine Kontakte sind, oder zumindest nur ein paar. Diese sind allein dafür da, dass man die Beleuchtung oben steuern kann und dass diese Strom bekommt. Deswegen seht ihr auch hier, ist nochmal einer zum Beispiel, das ist zum Beispiel, denke ich mal, für die Steuerung oder sowas. Wofür genau diese wenigen Pins jetzt sind, weiß ich nicht genau, aber ist auf jeden Fall eine ganz interessante Idee, weil man so natürlich eine bessere Optik erzielen kann, wenn man jetzt alles in einem Mainboard eingebaut hat. Bei diesen Riegeln könnt ihr außerdem sehen, also ich habe euch ja schon erklärt, dass hier kein Speicher drauf ist, aber wenn ihr jetzt mal hier reinguckt, seht ihr auch wirklich, dass da keine Speichermodule drauf sind. Also das sind wirklich nur quasi Dummy-Dies. Und wenn man das jetzt mal mit anderen Kits vergleicht, die ungefähr dieselbe Spezifikation haben, ist das jetzt gar nicht mal so viel teurer. Also ich schätze mal so um die 20 Euro mehr vielleicht oder 20, 30 Euro mehr. Dafür bekommt ihr 2 von diesen Dummy-Dies und Dummy-Riegeln und eben 2 von diesen hier. Da, wo der ganz normale Speicher drauf sitzt. Das ist in dem Fall ein Samsung-Speicher, Gigabyte garantiert, dass es ein B-Die-Speicher ist. Das heißt, diese Speicher sind prädestiniert für gutes Overclocking. Natürlich ist Overclocking, wie gesagt, immer eine Glückssache. Das sage ich auch in meinen Grafikkern-Videos zum Beispiel. Das ist immer quasi ein Risiko, wie gut man es dann erwischt. Das ist immer quasi eine Lotterie, Silicon Lottery auch genannt. Deswegen, also solltet ihr jetzt, müsst ihr eben, wie gesagt, Glück haben. Aber es ist schon mal gut, dass man weiß, dass auf jeden Fall Samsung B-Dies drauf verbaut sind. Wir haben es auch schon ausgelesen, es sind auf jeden Fall Samsung B-Dies. Die Spezifikationen auf dem RAM sind mit 3200 MHz, wie zuvor schon besprochen, bei CL16, 18, 18, 38. Das ist jetzt zwar nicht besonders berauschend, kann man allerdings noch runterdrehen, also ist ja kein Problem, das dann noch zu übertakten bzw. die Latenzen zu senken. Das kommt natürlich auch dann nochmal dazu. Wenn man natürlich bei Standardtakt betreibt, ist man eben auf diese Latenzen oder auf diese Speichergeschwindigkeit beschränkt. Wobei ich glaube, viele vergessen sogar oft den XMP einzustellen, wenn sie sich einen neuen Rechner bauen, beziehungsweise habe ich das leider schon öfter gesehen. Das kann dann wirklich ein bisschen an der Performance schaden. Ja, und wie das Ganze aussieht, wie die Speicher im eingebauten Zustand ausschauen, ja, wie die Beleuchtung ist, wie die Software aufgebaut ist und wie das Ganze im BIOS einstellt, das zeige ich euch jetzt.
So, wir haben uns unser Testsystem mal gestartet mit dem Gigabyte Aorus RAM und wir sind auch schon im BIOS, das könnt ihr auch sehen. Das heißt, ich zeige euch jetzt mal kurz, wie man den Speicher dann genau einstellt. Also, ihr habt hier die Frequenzeinstellungen. Das ist auch bei Asus oder bei ASRock Boards relativ ähnlich. Das ist zwar unter andere Untermenüs, aber im Prinzip ist das fast gleich. Es ist normalerweise in einem Hauptmenü, wo ihr zum Beispiel auch übertakten könnt und sowas, da ist es immer drin. Ihr müsst auf jeden Fall nach XMP suchen, also Extreme Memory Profile. Das ist jetzt für die Leute, die sowas nicht so oft machen, aber dann kriegt ihr auf jeden Fall die maximale Performance von eurem RAM raus. Oder zumindest die Performance, die auch vom Hersteller angegeben wird. Weil normalerweise, wenn ihr jetzt nichts machen würdet, dann würde der auf Standardtakt laufen. Dann hier bei Extreme Memory Profile geht er drauf und wählt Profil 1 aus. Das Ganze war es auch schon. Wir können jetzt hier sehen, wir haben 3200 MHz und bei den Timings, die müssen ja auch irgendwo stehen, Advanced Memory Settings, haben wir die Spannung auch eingestellt, 1,35 Volt, das ist alles automatisch. Timings, CL16, 18, 18, 18, 38 und eine, genau. Und ja, dann war es auch schon, dann gehe ich mal kurz in Windows und zeige euch, wie ihr rausfinden könnt, welche Speicherbausteine denn auf eurem RAM verbaut sind. Hier sind es ja Samsung B-Dice, das wird von Gigabyte garantiert. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall gute Chancen auf relativ einfaches oder gutes Overclocking, was bei zum Beispiel bei Ryzen oder generell bei RAM schon ein bisschen Performance bringen kann, in sowohl Spielen, wenn ihr im CPU-Limit seid, oder auch im ganz normalen, in der ganz normalen Nutzung oder zum Beispiel bei Videobearbeitung oder sowas. Da kann es oft auch ganz schön von Vorteil sein. Also da könnt ihr auch wirklich ein bisschen Performance dazu gewinnen, ohne dass ihr die CPU übertaktet und ohne dass ihr groß mehr Strom verbraucht. So, wir setzen Windows drin und um den RAM auszulesen, ihr könnt natürlich für Taktraten und sowas, könnt ihr natürlich auch CPU-Z nehmen. Das sollten einige von euch ja schon kennen. Und da können wir hier im Tab Memory auslesen, welcher Speicher das ist, welche Kapazität, ob es Dual-Channel ist und welche Frequenz und Timings das sind. Hier steht nochmal unten 2T, 1T und ja, hier könnt ihr auch nochmal die SPD aus den Sticks auslesen. Da könnt ihr auch sehen, welche Ranks die haben, also ob die Single-Ranked sind oder Dual-Ranked. Dual-Ranked ist mal ein bisschen schneller, Single-Ranked lässt sich aber höher takten. Ja, also CPU-Z haben wir hier, damit können wir, wie gesagt, eigentlich die Taktraten sowas auslesen. Und mit dem Typhoon Burner könnt ihr alle anderen Sachen auslesen. Da könnt ihr hier zum Beispiel, ich mache das mal ein bisschen größer, damit ihr es auch erkennen könnt. Da könnt ihr hier auslesen. Also das ist von Gigabyte hergestellt, Serie, Aorus RGB, gut, Part Number Serial Name brauchen wir jetzt nicht. Dass es DDR4-2133 sind, ist klar, weil die sind. Normale DDR4 sind für 2133 spezifiziert, sind eben gebinte, dass die auch auf dem Takt laufen, für den sie angegeben sind. Und dann sehen wir hier Hersteller Samsung. Warum ist der Hersteller Samsung? Weil wir auf den Modulen einzelne Speicherchips von Samsung haben. Das heißt, die stellt nicht Gigabyte her, sondern Samsung. Da gibt es noch andere von Hynix oder Micron zum Beispiel. Die sind dann im anders vom Overclocking-Verhalten zum Beispiel oder eben auch von der Spannungs-, wie die Spannung vertragen oder was weiß ich. Also da gibt es verschiedene Unterschiede. Hier sind auch sogar noch Timings angetragen und die XMP ist hier auch hinterlegt, 1600 MHz, also mal 2 sind 3200 mit CL16 und XMP Extreme gibt es auch noch, aber das ist hier nicht drin. Und hier oben sehen wir das, was das genau ist, das, was uns interessiert. Wir haben hier also Samsung und B-Die. B-Die ist der Name der Speicherchips oder Speicherzellen. Und diese sind eben momentan so das Optimum, was Overclocking angeht. Das heißt, Overclocking-Speicher, der mit 4200 MHz läuft, nutzt auch Samsung B-Dies. Das sind genau dieselben Chips, die sind nur anders selektiert. Das heißt, der Hersteller sucht sich mehrere aus und da sucht er sich eben dann die aus, die am besten funktionieren. Also das heißt quasi, ist auch nichts anderes wie vorselektierte CPUs bei Case King, wenn ihr die zum Beispiel kauft.
Da testen die Hersteller eben, welcher Speicher läuft mit welcher Geschwindigkeit und dann werden die eben nach dieser Geschwindigkeit, mit der sie laufen, verkauft. Dieser hier hat zum Beispiel 3200 MHz geschafft bei den Latenzen, deswegen wird er als 3200 mit den Latenzen verkauft. Natürlich könnt ihr auch immer mit mehr Spannung zum Beispiel, das ist wie bei CPUs, das geht auch, also ist genauso quasi, könnt ihr den natürlich übertakten. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr bei so einem B-Dial mit 3200 MHz könnt ihr auch 4000 MHz rausholen. Das ist natürlich immer so eine Glückssache, aber hier seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren, da seid ihr, habt ihr auf jeden Fall garantiert, dass ihr die 3200 MHz habt. Wir haben die jetzt hier auch auf einem ARM4-Bot mit einem Ryzen 2200G, also das heißt, das sollte auch keine Probleme mit Ryzen machen, was auch immer nicht so hundertprozentig der Fall ist, aber genau, ja. So, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon erahnen können, haben wir den Speicher jetzt mal eingebaut. Das Ganze haben wir eingebaut auf einem Gigabyte X470 Gaming 7 Wi-Fi und mit einer RX 580 ebenfalls von Gigabyte, um mal die ganze Beleuchtung zu zeigen. Wir haben auch schon die Gigabyte RGB Fusion geöffnet und dann können wir hier unsere Komponenten auswählen, die wir von Gigabyte haben. Das heißt, ihr könnt die alle mit der App steuern. Wir haben hier einmal das Mainboard, da könnt ihr verschiedene Bereiche, wenn ich jetzt zum Beispiel den hier anklicke, könnt ihr den Effekt auswählen und die Farbe vom Effekt sowie Geschwindigkeit und die Intensität. Aber das machen wir jetzt wieder mal auf normal und ihr könnt ja auch Farbpresets auswählen oder Profile anlegen, wo es dann drauf abgespeichert wird. Wir machen mal wieder Color Cycle, um das Ganze quasi einheitlich zu haben. Beim RAM haben wir etwas mehr Optionen. Das Gute ist hier, wir haben adressierbare LEDs. Das heißt, wir können die LEDs einzeln ansteuern und können nicht nur eine Farbe gleichzeitig anleuchten. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sowas Lustiges wie die Welle machen. Das sieht ganz witzig aus. Für manche ist das vielleicht zu bunt. Wenn es einem wirklich zu bunt ist, kann man das auch abschalten. Aber dann kauft man auch, glaube ich, keinen RGB-RAM. Aber ihr könnt hier natürlich auch andere Effekte machen, wie eine Spirale. Sieht auch ganz schick aus. Oder eine Spirale einfarbig, die könnt ihr dann auch in der Farbe ändern. Machen wir mal blau. Blau habe ich gesagt. Oder zum Beispiel, was können wir dann noch machen? Ja, Tropfen. Oder, ja, genau. Das sieht auch nicht schlecht aus. Also wie gesagt, hier könnt ihr euch austoben. Und ihr könnt natürlich hier auch wieder Profile abspeichern, die Intensität und so weiter. Wie vorhin eben auch. Bei der Grafikkarte haben wir was Ähnliches, da können wir allerdings nicht so viel einstellen. Wir haben auch nur eine Farbzone. Das ist sowohl vorne als auch oben drauf, wie ihr hier schon sehen könnt. Da haben wir das Aorus-Logo. Das können wir jetzt, wie gesagt, auch wieder in einem Farbcycle machen. Oder wir können das auch mal als Puls machen, zum Beispiel, dass es immer pulsiert. Ich sagte pulsiert. Meinen schönen Pink. Okay, das ist jetzt doch nicht so pink wie gedacht, aber jetzt vielleicht. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Also ist eigentlich nicht schlecht, wie man das Ganze einstellen kann. Ist auch einfach zu bedienen. Von daher, ja. Ja, wir haben jetzt mal die Vorteile bzw. den RAM mal genauer vorgestellt. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich eine ganz coole Idee. Vor allem, weil man hier die Optik von 4 DIMMs hat. Für den Preis von 2. Ich habe gerade nochmal geschaut, der Aufpreis liegt bei ungefähr 40 Euro. Das heißt, ein normaler DDR4 RGB von Patriot zum Beispiel, nur als Beispiel, wie gesagt, mit denselben Spezifikationen, also 3200 MHz, liegt bei etwa 145 bis 150 Euro momentan. Und dieser hier liegt bei ungefähr 185. Das heißt, das sind 40 Euro, das sind 20 Euro pro Dummy. Das ist, finde ich, vollkommen okay. Vor allem, weil man hier noch den Vorteil hat, dass man eine B-Dye-Garantie hat, quasi, dass man auf jeden Fall Samsung B-Dyes bekommt. Muss zwar nicht mal heißen, dass ihr auf jeden Fall gute Overclocking-Ergebnisse kriegt, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Faktor, der auf jeden Fall dafür sprechen kann, dass die Overclocking-Ergebnisse besser sind. Ja, meiner Meinung nach ist der Speicher halt für Leute, die Wert auf Optik legen. Das ist immer so eine Geschmacksfrage. Wenn man RGB-RAM möchte, dann kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Es gibt natürlich noch andere, wie gesagt, von Patriot, G-Skill, Corsair.
da gibt es verschiedene Marken, die sowas anbieten. Da sind, die sehen auch mal alle ein bisschen anders aus. Da muss halt jeder für sich wissen, was er am schönsten findet oder ob er gar keine Beleuchtung will. Wenn er gar keine Beleuchtung will, ist er natürlich der Fehler am Platz. Das sollte natürlich klar sein. Er bekommt zwar trotzdem noch die 4 DIMMs statt 2, allerdings zahlt man dann einen Aufpreis für was, was man eigentlich gar nicht braucht. Also von daher, ja, wer also nur Performance will, ist hier eigentlich an der falschen Stelle. Aber wie gesagt, für Optik ist das natürlich super. Vor allem in Verbindung mit einem Gigabyte Mainboard, wenn ihr alle Beleuchtungen zum Beispiel synchronisieren könnt, dann ist das schon nicht schlecht und kann ich dann auf jeden Fall empfehlen. Das war's von mir und ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!